Suchmaschine und dann wollte mal da gucke ich eine Viertelstunde. Mein Thema ist How to Docker Registry. Es geht wirklich darum, so, ich habe mich letztens endlich mal so darum gekümmert, bei meinen Servern, was ist Docker, will ich das Docker, und dann habe ich Docker gemacht und dann habe ich festgestellt, ja, prinzipiell macht Docker Spaß, aber dann doch nicht ganz so, weil man will halt eigentlich nicht alles öffentlich hinschieben, aber dazu kommen wir nicht. Welche Dinge mich halt so aufregen. Es gibt halt so diese zentrale Anlaufstelle von Docker Inc. registry.hub.docker.com ist halt der Service, liegen wahrscheinlich in den USA, irgendwo so bei Amazon in der Cloud. Die Containerkette kann ich nicht verifizieren, ja. Kannst du vielleicht mal zwei, drei Worte dazu fallen lassen, was Docker überhaupt ist? Oh. Ich habe keine Ahnung davon. Sorry, das soll ganz großer heißer Scheiß sein. Aber ja, also Docker ist halt erstmal, oder Docker bezeichnet im Wesentlichen erstmal diese Umgebung, dass du halt aus einem einfachen Fall, zeige ich gleich auch nochmal, abgeschlossene Container baust. LXC-Container nennt sich die hintergründige Technik, und damit sozusagen Binary-Packages deine Applikation machst, die du einfach überall hin schiebst. Also halt, also ein System irgendwie modular zusammenfusseln. Wichtig, insbesondere das. Also der grundsätzlichste Ansatz ist meistens, du machst pro oder ein Container einen Service und verknüpfst sie dann miteinander. Und das ist halt, hat halt so gesehen halt dann auch den Vorteil, Plugged oder Tested oder lokaler Code ist oder ein lokales System, was läuft, ist auch gleich dem, was dann zum Beispiel auf dem Server läuft. Weil ja, dann einfach die lokalen Dinger auf den Server schmeißt und ja, fertig. Ja. Cool, danke. Ja, so. Die einfache Unterscheidung ist eigentlich, dass du nicht mehr wie bei traditioneller Virtualisierung auf dem Maschinenlevel abstrahierst, sondern auf dem Applikationslevel. Das ist der Witz an Docker. Richtig, das ist richtig. Oder an Containern generell. Ja. Ja, also, und mit, was ich da meine, jetzt bei Containerkette und so weiter, das wird sich gleich noch hoffentlich für dich ergeben. Ist halt bis jetzt nicht authentifiziert, irgendwie in irgendeiner Weise. Also es gibt halt so ein offiziell, also solche offiziellen Images, da, wenn man die halt dann hoffentlich alles sauber runtergeladen hat, dann stimmt das schon, was man da kriegt. Aber wenn man halt so von so fremden Images baut, die nicht sozusagen in einer offiziellen Library sind, halt public und so, dann kriegt man, könnte man potenziell Schadcode reinschaffen, indem man halt von einem schädlichen Container baut, was nicht mitbekommt, und dann hat man da so Schadcode im Laufen. Und sozusagen grundsätzlich ist halt dieser Hub öffentlich. Also man kann auch noch einstellen, dass sie nicht gelistet werden, aber um es wirklich private zu haben, muss man Geld zahlen, und will ich halt nicht. Ich will doch nicht zum Testen oder Rumspielen Geld zahlen. Dann habe ich mich damit beschäftigt, was kann ich da machen? Ja, es gibt schon Möglichkeiten. Ich kann mir so eine Registry selber aufsetzen. Bin ich erstmal drauf gestoßen, hey, alte Version 0.9 hat also nicht 1.0 erreicht bis jetzt und wird es auch nicht erreichen, ist eine Python-Applikation, die wahrscheinlich auch das offizielle System abbildet oder halt, wo das offizielle System drauf läuft mit so ein bisschen Clustering und so. Und da gibt es halt eine neue Version und ja, aber das wie gesagt, also in Python geschrieben, kriegt so eine YAML-Konfigurationsdatei, oder halt, wenn man nicht noch weiter ein bisschen rumbasteln will, kann man das auch einfach mit Umgebungsvariablen machen. Das sieht bei mir einfach so aus. Also Docker Run ist sozusagen bei mir das Command, was ich auf dem Server laufen habe, so ungefähr. Und das ist dann einfach meine Config-YAML, und das macht eigentlich wirklich nichts groß. Man kann das auch noch ganz schön in der Cloud schieben. Amazon S3 Storage, um Amazon nochmal gerne zu nennen, als Cloud-Anbieter, aber man kann auch einen Stack hinterpflanzen oder sowas, aber für mich, oder der einfachste Use Case ist halt, ich will es lokal haben, ich will das einfach nur für mich haben, und damit ich das nicht irgendwo hinschieben muss, wo es Leute eigentlich nicht interessieren braucht. Und das Ganze nochmal, so sollte es funktionieren, wenn man halt ein Environment Variablen nutzen möchte. So, dann die neue Version ist halt Go. Schade, das Exemplar nicht da ist, da würde ich jubeln. Haben sie einmal komplett neu geschrieben,
neue API hintergestellt, haben einen Performance-Schrauben anscheinend gedreht, das kann ich nicht beurteilen. Und ist ein eigenes, ganz komplett anderes Image. Es funktioniert aber erst ab Docker 1.6.0. Und je nachdem, wo man Docker einsetzt, hat man das vielleicht noch nicht. Richtig. Gehe ich im Wesentlichen, oder dazu jetzt mal, sich durch diesen ganzen Urwald durchzumuscheln, war eine halbe Arbeit. Das Lustige ist nämlich, die sahen so bei Docker, also beim alten Docker, bei der GitHub-Page des alten Docker Repos, so, ja, bitte nicht mehr nutzen, geht auf das neue so. Und auf dem neuen fehlt halt eigentlich so, grob gesagt, noch jegliche sinnvolle Doku. Und man sucht sich eigentlich durch die Issues durch und auch noch offenen Pull-Requests, um mittlerweile das alles zu finden, wo ich dann meine, es läuft ganz ordentlich. Heißt also, die empfehlen auch selbst, um jetzt, oder die empfehlen diesen Teil, wo sie erklären, wie pflanze ich jetzt in diesem Container zum Beispiel schon TLS, also ein SSL-Zertifikat ein, empfehlen wirklich, hey, git clone und bau dir deinen kompletten Container selbst. Aber das entspricht doch eigentlich gar nicht dem, was man sich überlegt hat von Docker. Wenn man doch eigentlich irgendwie so, was ich jetzt mache, ich möchte mir halt einen Docker-File sagen, ich möchte von dieser Registry bauen und kopiere mir halt einfach nur meinen Config-File rein. Distribution hier, muss man dazu sagen, ist halt aus dem übergeordneten Docker-File eine Variable, die ich reinschiebe. Ja. Das gleiche oder gleiche Config-File auch oder ähnliches Config-File hier, wer jetzt genau darauf geachtet hat, mag noch einen Unterschied feststellen, nämlich hier ist kein Search-Backend drin, was noch oder was aktuell oder noch in der alten Version vorhanden ist, ist anscheinend noch nicht in der neuen drin. Ich weiß nicht, wie das dann zukünftig sein wird, habe ich jetzt noch nicht zu gelesen und auch leider nicht zu gefunden. Aber man bildet im Wesentlichen auch genau das gleiche ab. Ich habe da irgendwie meinen lokalen Storage, kann auch OpenStack, Cloud-Speicher alles ansprechen, aber interessiert jetzt nicht. Der Version-Parameter ist aktuell nur als statische Version, habe ich auch noch nicht komplett verstanden. Ja, schön, jetzt hat man irgendwie so zwei Docker-Registries. Eine sollte oder soll oder muss alte Clients bedienen, wenn man noch alte Clients noch hat. Aber ich dachte mir, ich nehme mal einfach mal beides, obwohl ich eigentlich nur Docker oder die neueste Docker-Version immer habe. Und ich dachte ja, das Run-Command noch dazu ist halt nicht mehr viel. Ich baue das und lasse es laufen. Ja, soweit so gut. Wir haben jetzt noch keine Authentifizierung. Jetzt steht das sozusagen, oder wenn wir es dann letztendlich noch direkt ins Internet reinknüpfen, ist bis jetzt ja noch nicht ersichtlich oder im Internet ersichtlich oder öffentlich verfügbar, kann da jeder draufschreiben, jeder machen, was er will. Und jetzt, man denkt sich meistens natürlich so, ich lasse mir das Neue laufen, aber was mache ich jetzt mit den alten Teilen oder wie kriege ich die beiden zusammen? Authentifizierung ist so gesehen erstmal relativ einfach. Ich kann da einfach über Engines Reverse Proxy zum Beispiel HTTP Basic aus vorsetzen und darüber auch SSL, brauche ich also um deren eigene SSL-Zeug und so weiter gar nicht mehr kümmern. Und so einen Reverse Proxy will ich eh haben. Ich möchte auf einem Host möglicherweise mehrere IPs, mehrere Dienste laufen lassen über oder über Domainnamen und ja. Aber und dann auch alte Clients. Alte Clients brauchen, wie gesagt, API-Version V1, V1 auch in Anführungszeichen, weil das nie einfach so manifestiert wurde, sondern es war einfach so, was gerade so entwickelt war. Und was dann nervig ist, der Storage oder das Storage-Backend oder Format im Lokalen insbesondere oder auch in der Cloud ist halt nicht kompatibel. Also muss man sich überlegen, will ich aktuell nur das alte laufen lassen oder sage ich, hey, ich will Bleeding Edge und auch direkt schon das neue. Weil also von der Architektur ist das neue halt schon auch einfach schöner. Die Axel nur als Aufmerksamkeitshilfe für dich ist es halt Go. Und es ist halt eine single oder gebaute Applikation, die dann halt auch schnell läuft. Und wie ich mir dann dachte, ich mache halt einfach erstmal beides. Klingt einfach, stellte sich dann letztendlich als doof heraus.
Was ich mir jetzt so beim RZL angeschaut habe, es gibt halt so einen Container. Oder das Problem ist halt, ich kriege ja nur pro oder auf einer IP nur einmal Ports offen, bla. Problem ist, ich möchte jetzt halt so einen Container haben, der mir das automatisch alles macht. Gibt's. Ich starte einfach meine anderen Container einfach mit so einer Umgebungsvariable und den Rest tut dieser Container und ich schmeiße da alles rein und fertig. Sieht dann so aus. Heißt also, ich sage einfach bei meinem Registry einfach nur VirtualHost gleich da und den Rest. Und wie man jetzt oben sehen kann bei Docker Run, ich bind die Ports auf meine Hausmaschine. Das etwas Nervige ist dann bezüglich Sicherheit mal wieder. Ich gebe mit diesem Container, damit er halt auf so einem Docker Run registrieren kann, gebe ich halt dieses. Den Socket von Docker rein, bedeutet letztendlich Root-Zugang auf der Hausmaschine. Ja. Das könnte es bestens geben, ne? Ja, also man könnte diese beiden, oder man könnte diesen Container auch noch trennen, sozusagen in nur Engines und so ein Zeug, was halt Template generiert. Dachte ich mir dann, nee, habe ich keinen Bock drauf, so sicherheitsaffin bin ich dann doch wieder nicht. Es geht. Ist halt noch ein Docker-Container mehr, sollte oder geht dann auch relativ einfach noch zusammenzufrickeln. Ja. Wie gesagt, dazu, man schiebt einfach die Sachen einfach in das passende Verzeichnis, in eine passende Datei an und den Rest macht dieses Image über ein schönes Template-File auch in Go. Passt. Denkt man sich, hey, einfach. So, dann sagt natürlich auch Docker, hey, wir geben dir so eine Anleitung, damit du beides sozusagen zusammenbestimmen kannst auf einem Host oder auf einer Domain. Hat auch so eine schöne Anleitung dazu verfasst. Sieht im Wesentlichen so aus, man hat so ein, man schiebt ein Engines davor. Also die achten das gar nicht, dass ich noch so einen anderen Engines eigentlich davor schieben will. Tut dann ihr Zeug. Ich weiß nicht, kennt jeder so ein bisschen Nginx-Syntax? Und sonst, wenn nicht, definiert man sich als einen Server, der irgendwie so auf Port 5000 ist, hört und dann sagt man, ich habe noch so zwei Location-Blöcke. In der einen soll da so eine Config von Docker Registry V2 und in der anderen so ein nur Registry unter der Haupt, unter dem Hauptpfad einbinden. Hier habe ich ehrlich gesagt was entfernt, was mittlerweile erst da hinzugekommen ist, wo ich, als ich es jetzt noch vor einer Woche war, das aufgesetzt habe, wo das noch nicht drin stand, was aber mittlerweile, oder was halt gerade dieser Problemfall essentiell macht. Und der Rest ist halt einfach nur, ich möchte ein bisschen proxyen, halt, dass das auf die richtigen Container weitergeht. Und dann sage ich natürlich, das Ganze möchte ich wieder verbinden. Gibt das so halt locker weiter und der Guest verbindet der dann relativ automatisch über Umgebungsvariablen. Gott sei Dank. So, dann dachte ich mir so, jetzt will ich ja auch einen HTTP Basic Auth haben. Das macht mir halt mein Reverse Proxy dafür automatisch. Generiere ich einfach meine Datei, so schön, so gut. Hat auch alles gut funktioniert. Nun will ein Docker Push nicht mehr auf die Version 2 gehen. Was soll da geschehen? Es stand nichts in der Doku. Gacke. Es stand nichts dazu in der Doku, was denn eigentlich so ein Client oder der Docker Client will, damit er mit der V2 spricht. Mittlerweile steht es irgendwo so ein bisschen schon in diesem Composer-Zeug. Er will nämlich so einen Header haben, damit er erkennt, hey, die V2 wird bei auch angeboten. Also der kriegt da, also im Folgenden muss man dazu sagen, der kriegt halt vom Server so einen Fehler zurück, 403. Oder ich glaube, ja, 403 ist es, glaube ich, aber authentifiziere dich mal. Sagt er halt, oder funktioniert dann auch, nur, wenn er diesen Header hat. Oder der authentifiziert sich wie ein V2. Ansonsten sagt er halt, V2 leck mich, ich ignoriere dich und ich nehme halt das Alte. Ja, hieß also, dieser Builder-Header
muss da irgendwie dazu rein. So schön, so gut. Dann ging es auch relativ einfach. Da kann man halt, so gesehen ging es auch relativ einfach. Das ist jetzt halt, oder das Ohr ist halt noch so dazu da, dass keine anderen Fehler bezüglich, weil ausgeworfen werden in HTTP, dass er weil Nginx ein Default Max Body Size hat und man möchte halt irgendwie so ein Image könnte mal mehr hunderte MB groß sein. Und dann soll das auch nicht immer ein Stück übertragen werden, sondern chunked, gesplittet. Und ja, da sagt man halt dann einfach, ich möchte so einen Header hinzufügen haben. War halt dann auch schon die letztendliche Lösung. Hey, Docker Client erkennt, ich kriege so einen Header und der sagt, ich habe so eine Registry-Zeit mit 0. Geil, er spricht jetzt mit dem. Ja. Nun, was ich mich jetzt noch so frage. Was ich mich noch so frage und was auch noch so halt so ein Problem ist, wenn man halt sowas bereits parallel verwenden will. Wie synchronisiere ich jetzt mein Storage? Ich möchte eigentlich, wenn ich so einen Docker-Push habe und noch so alte Clients unterstützen möchte, möchte ich ja, dass das gleichzeitig auf beiden landet oder dass irgendwie synchronisiert wird und wenn du einen alten Docker-Push machst und bla. Der Ansage ist halt einfach, du musst das manuell machen. Ist halt nicht kompatibel. Dann, also was ich vermute, der alte Client ignoriert halt einfach den Header, weil den gab es vorher halt, meint einfach nicht. Und was ich dann noch als Lösungsansatz sehe, würde ich diese Passwd-Zeug und Basic.org, was halt das Einfachste ist, das andere ist irgendwie so Client-Third, was man auch machen könnte, aber das war jetzt für mich nicht der Use Case. Wenn man das auf diese Ebene dieses Composer-Containers schieben, was aber dann irgendwie dieser Composer-Container soll einfach nur ein statischer Container sein und das andere möchte ich eigentlich auf anders haben. Da stehe ich noch und ich habe noch keine Ahnung, wie ich da jetzt weitermache. Ja. Fragen dazu? Zu dieser chaotischen kurzen Viertelstunde? Ja. Also habe ich das richtig verstanden, dass es dein Workaround dafür ist, dass private Sachen in dem offiziellen Repo Geld kosten? Richtig. Workaround und ich auch nicht einfach alles dahin schieben möchte. Wenn ich irgendwie so einfach nur Testformulare habe, dann will ich ja nicht mit der Welt davon erzählen, dass ich Testformulare habe oder genauso mit produktiven Code, den ich halt auch einfach noch nicht veröffentlichen will oder der halt auch Closed Source dann manchmal sein könnte. Es ist halt irgendwie, will ich halt nicht, dass alles in der Welt spielt. Und ich kann es halt in der Theorie auch Configs und sowas in deinem Docker-Container haben. Richtig. Also, so, es wäre sehr bequem, wenn du auch Configs in deinem Docker-Container haben könntest und derzeit willst du das halt nicht, weil du die halt publizierst und andere Leute sich das installieren können und das willst du dann halt im Regelfall nicht, dass du deine Configs bekommst. Oder wo es wechseln und ich von eben hätten, wenn man so eine Cloud-Umgebung aufsetzen will, dann will man vielleicht irgendwelche Bootstrap-Parameter, die initiale Verbindung ermöglichen, die zwar noch keine anderen sensitiven Zugangsdaten enthalten, schon mit reinpacken, aber man muss sie oder man würde sie dann halt mit reinpacken und dann stehen sie halt irgendwie öffentlich und das ist dann schon irgendwie ein Hebelpunkt. Ja. Und was waren diese Container-Chains? Warte mal, da gehe ich mal zurück. Ja. Also im Wesentlichen, was ich mir jetzt zusammengebaut habe, was ich mir nicht noch im Überlegen so wahrscheinlich nochmal irgendwann umbauen werde oder auch nicht, ist halt, mein Use Case ist, ich habe halt einen so einen Container, der macht viel Fu, und den habe ich beim RZL, beim RomZ, aber in Mannheim gesehen in der Config auf irgendwo mal. Und macht das halt über diese Virtual Host Zeug, mappt dann die Sachen nach draußen und macht dieses Reverse Proxy Foo automatisch mit allem, was er intern halt auf die internen Dienste weiterleitet, egal was wo liegt. Decke ich das alles automatisch mit, weil er halt auf diesem Docker Sock lauscht und dann rauskriegt, welche IP und die IP ist dann für ihn erreichbar. Erstellt er sich, ich weiß nicht genau, wie es läuft.
Was ich dann hier mache, ist halt, ich sage diesen Link, dann setzt er mir nämlich die Umgebungs- oder setzt spezielle Umgebungsvarianten. So, ich muss halt SCR erst dann ausführen, dann haben die halt so einen Namen. Dann linke ich die dagegen und dann sind halt die Container unter diesem Namen wieder verfügbar. Halt sozusagen, der macht halt so ein bisschen den S-Magic in der ETC-Host. Und darüber kann halt dann diese zweite Ebene, dieser Composer, der dann halt die einzelnen Registries auf die Pfade mappt, wieder weiterleiten. War's das? Glaube ja. 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 Sehr zufrieden bin ich damit auch noch nicht, weil irgendwie man möchte das ja, würde das ja auch noch verteilt haben wollen, aber diesen Use oder dann will man auch wieder das Cloud Storage haben und das wollte ich bis jetzt noch nicht. Ja, check. Mal so eine ganz unrelated Frage. Ich erinnere mich, dass irgendwer mal auf GitHub so einen Crawler drauf losgelassen hat, der mal so SSH Private Keys und so auf GitHub gesucht hat. Weißt du von irgendwas, dass jemand das mal in dieser Docker-Registry gemacht hat? Ob da irgendwer in diesen Docker-Containern Dinge drin hat, die er vielleicht gar nicht drin haben wollte oder so? Also ich glaube nicht, dass das schon mal gemacht wurde, aber ich würde potenziell sagen, wenn man sich an die Mühe machen würde und so mal Docker-Container versucht oder irgendwie Docker-Files suchen würde und oder Docker-Container-Info so, wird man sicherlich was finden. Also, ja, Axel. Weißt du, SSH zum Beispiel bei einer Installation den Key generiert oder beim ersten Starten? Bei der Installation. Okay, dann also, ist das ja schon mal das ist schon mal ganz blöd. Ja, das ist schon mal ganz blöd, wenn du den SSH-Port eines Docker-Containers halt öffentlich machen möchtest. Aber du willst ja deine SSH schon irgendwie auch deployen. Nur die SSH des Hosts. Die SSH des Docker-Containers wirst du nie verwenden. Das kommt drauf an, ob du SSH verwenden willst, ne? Also ich will zum Beispiel vielleicht auf Git-Repositories haben per SSH. Richtig. Oder einen Shell-Server aufsetzt. Ja. Und so. Also, aber da habe ich jetzt auch verschiedene Dinge schon gesehen. Da haben die Leute dran gedacht, dass sie halt, wenn dieser Container oder auf der Storage oder der Container initial mal aufgesetzt wird mit Mounted und Storage, speichern die den Key oder generieren die den Key und speichern den halt im Storage, der liegt nicht im Container, sondern der wird halt. Wenn sie dran gedacht haben. Richtig, aber nur wenn sie dran gedacht haben. Wenn du einfach nur einen Upget-Install SSH machst, dann ist halt der Key im Image drin. Und ja. Das ist. Ja, wie gesagt, ich habe dann auch bei mir auf dem Server, weil ich es verwende und so ein bisschen oder einfach eine Ziel haben wollte und verwende Tare GitLab drin aufgesetzt, auch mit Docker. Und das Image, was ich da verwende, das macht halt auch exakt das. Es generiert sozusagen im ersten, oder wenn es feststellt, es wurden noch keine SSH-Keys generiert, generiert es die einmal neu und dann liegen die dann, kannst du auch eigentlich, liegen die halt auf deinem Warn Storage dann rum, den du da reingemountet hast. Das macht das, aber grundsätzlich ja, wie würde das auch drin zu drin liegen und generell halt auch, was jetzt aktuell so in aller Munde ist, halt Diffie-Hellman, die Sachen liegen da halt auch grundsätzlich drin oder CA-Zertifikate. Sind ja grundsätzlich an der öffentlich. Ja, aber aktuell ist ja die Debatte, dass halt zu wenig Diffie-Hellman-Parameter zum Beispiel generiert wurden und statistisch auf einen Server verfügbar ist, dass man halt genügend vorrechnen kann, um die eigentliche oder den eigentlichen Schlüsselaustausch dann zu knacken. Aber die Sachen, die liegen halt wirklich alle da drin und darum muss man sich manuell kümmern. Oder manuell auch dann denken, dass es erstmal diesen Angriffsvektor gibt. Und ja, stört einen weniger, wenn man wenn man so einen Container dann halt in einer eigenen Umgebung, aber wenn man darauf aufbaut, ja. Und das Lustigste ist auch, je nachdem, wie man die verwendet, gibt es halt, einen Docker-File, habe ich jetzt glaube ich nirgendwo verwendet. Mal gucken. Doch, gar nicht, sorry, mit diesem Expose-Befehl. Den kann man nicht rückgängig machen. Heißt also, wenn man auf so ein, also wie ich da jetzt vom Endlinks-Image drauf aufbaue, dann steht da, oder kommt halt von diesem Image schon 80, Port 80 und 443. Und der wird halt, das wird halt auch in diesen Driving-Umgebungsvarianten announced, wenn ich den irgendwo gegenlege.
und die kann man nicht wieder rausnehmen. Heißt also, so mein Base-Image gibt mir halt schon meine Default-Ports vor und ich kann die nicht wieder rausnehmen. Und habe ich dann so ein Image, was diesen SSH-Server aufmacht und einen SSH-Port aufmacht, dann kriegen fremde Images, die potenziell auch wieder Böses wollen. So weiter gesponnen, würden die das in die Verbindung mitkriegen oder würden das Announce kriegen, dass, hey, ich kann da mal brute-forcen. Ja. Ich glaube, ich habe noch kein Image gesehen, was überhaupt so ein Passwort gesetzt hat, weil das brauchst du doch gar nicht. Also, das ist halt eigentlich gar nicht der Usus, dass du hier für ein Passwort oder ein Key ist. Und ein Key liegt drin, nicht, über den du dich authentifizierst, weil du hängst dich meist, oder du hängst dich in der Regel halt direkt in den ran oder führst du dann in dem Moment noch ein Command aus, eine Batch oder sowas. Ja. Ja, und wie gesagt, also der Anlass für diesen Talk war auch im Wesentlichen, ey, die Doku ist noch echt kacke, aber man und auch selbst für das Seite Virtual Stream. Noch weitere Fragen?